Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Casuality spielt EVE Online. Heute habe ich mich mal relativ spontan dazu entschlossen, ein Thema aufzugreifen, was sicherlich schon des Öfteren mal angesprochen wurde, was ich aber nochmal versuchen werde, ein bisschen zu präzisieren und auf den Punkt zu bringen. Und zwar generell das Verhalten im Bereich Industrie, wenn man nicht schon unglaublich viel Erfahrung hat, sondern jetzt vor der Aufgabe steht oder sich das Ziel gesetzt hat, ich möchte was in dem Bereich machen, weiß aber nicht genau was oder wie. Und ich möchte dazu einige Denkanstöße geben. Der Grund war eigentlich das Video eines anderen YouTubers, der schon viel länger EVE spielt als ich und schon viel länger EVE-Videos macht als ich, der allerdings das Gebiet Industrie erst jetzt so für sich entdeckt hat und der ja so angefangen hat, wie so ziemlich jeder beginnt, nämlich mit der Herstellung von Munition. Und da ging es ja grundsätzlich mal nichts zu sagen. Er ist nur relativ lange dabei stehen geblieben, nach eigenen Aussagen, und hat erst auch relativ spät, wie ich finde, damit begonnen, etwas daran zu ändern und so sich vorsichtig zu diversifizieren, wie er es ausgedrückt hat. Das sah jetzt bei ihm allerdings nur so aus, dass er andere Arten von Munition hergestellt hat. Und es ist zwar ein weit verbreiteter Tipp, dass man mit Munition starten soll. Das machen viele, habe ich auch gemacht. Aber ich persönlich glaube, dass das eigentlich mehr nur so die erste Fingerübung ist, um das ganze System kennenzulernen und nicht das, was man wirklich auf lange Sicht machen will. Zumindest dann nicht, wenn man wirklich auch mal ein bisschen Geld verdienen möchte damit. Man kann auch mit Munition Geld verdienen, hauptsächlich mit Tech 2 allerdings. Aber damit fallen ja schon mal alle Alpha-Klone raus. Mit Tech 1 ist es halt relativ mühsam. Man muss ständig am Ball bleiben, gucken, welche Munition gerade geht und welche nicht. Zu allem, wenn man an einem Trader Vegeta verkauft. Aber es geht natürlich, gar keine Frage. Es gibt da im Englischen dieses recht schöne Bild von den Low-Hanging Fruits, also von den Früchten, die ganz an den untersten Zweigen des Baums hängen und die dementsprechend natürlich dann auch am leichtesten und von allen erreicht werden können. Und die Früchte weiter oben im Baum, die erfordern halt mehr Arbeit, mehr Aufwand. Die Mühe macht sich dann nicht mehr jeder. Da macht sich nicht jeder lang für, aber die Früchte sind natürlich genauso süß, mindestens. Und nach diesem Prinzip lebt ja eigentlich ganz EVE. Es ist jetzt nichts Neues. Jeder weiß, dass eine Level 4 Mission bessere Belohnung bringt als eine Level 1 Mission. Man muss sich dann halt nur erstmal durch die Rufstufen durchgrinden und natürlich dann auch bessere Schiffe mit besserer Ausrüstung fliegen können. Es braucht also mehr Aufwand. Ähnlich ist es auch im Factional Warfare. Je größer die Ziele und je größer das Risiko, das man eingeht, desto größer die Belohnung. Dasselbe gilt für die Unterschiede zwischen High, Low und Nullsec. Je gefährlicher anspruchsvoller, desto größer in der Regel die Belohnung bei so ziemlich allem, was man in diesen Bereichen tut. Und deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass es bei der Industrie letzten Endes genauso ist. Je höher die Einstiegshürden sind, je größer die Komplexität wird, desto höher sind zumindest die potenziellen Belohnungen. Und am Beispiel der Munition kann man das halt recht gut erkennen. Blueprints für Munition, zumindest so für die einfachen Sachen, für die sind günstig. Rufen wir doch einfach mal was auf. Nehmen wir doch mal Projektilmunition. Nehmen wir mal das Größte, was es so gibt. Deck 2 ist natürlich ein blödes Beispiel.
Man sollte vielleicht auch den richtigen Bereich gehen. Nehmen wir mal die großen Blueprints. Die kosten 10 Millionen zum Beispiel. 4 Millionen, 2 Millionen. Also höchstens 10 Millionen das Stück. Bei den kleinen sprechen wir von 20 bis 100.000. Also das sind keine Kosten. Nicht wirklich. Und wenn man sich die Blueprints im Industriefenster anschaut, selbst die größte Munition auch vollständig zu forschen, kostet gerade mal eine Woche auf einer vernünftigen Station mit halbwegs vernünftigen Skills. Im Bereich der kleineren Munition ist das Ganze sogar in weniger als 2 Tagen erledigt. Sprich, ein Blueprint zu kaufen, ihn voll zu erforschen, ist kein Problem. Und auch die Materialien, die gebraucht werden, sind weder besonders üppig noch besonders selten oder unverschämt teuer. Also um hier mal so einen Run Antimatter S herzustellen, müsste man gerade mal 80.000 knapp investieren plus die Jobkosten und kriegt dann natürlich auch nicht besonders viel raus. Wobei man sich auf diesen Tooltip nicht unbedingt verlassen sollte. Captain Wurstfinger. Sondern sich schon mal die Mühe machen sollte, manuell das Ganze aufzurufen, dann sieht man halt nicht 82.000 bekommt man, das wäre dann eher der Preis, sondern wenn man in Jita verkauft, ist man halt bei 95.000, ein bisschen mehr, knapp unter 100. Also durchaus eine Marge, ja. Aber es sind natürlich auch gewisse Stückzahlen da, wie man hier sehen kann. Und es wird unheimlich viel umgeschlagen. Das heißt, auch dementsprechend der 0,01 ISK Unterbietungskampf findet da statt. Dementsprechend wird sich der ein oder andere, der sich für Industrie interessiert, natürlich irgendwann überlegen, wie entwickle ich mich weiter, wie komme ich an die höher gelegenen Früchte des Baums oder welche sind das denn überhaupt? Dabei sollte man jetzt mal einige grundsätzliche Dinge beachten. Und zwar grundsätzlich kann man auch mit Tech 1 Gegenständen wunderbar Geld verdienen. Man muss halt ein bisschen gucken und vielleicht springen sie einem nicht sofort ins Auge, aber es geht. Ja, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, und da spielt auf der ersten Stufe jetzt mal eine große Rolle, sich Gedanken darüber zu machen, was gebraucht wird. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, ja, ich bin hier in der Nähe von Jita, die Kaldari benutzen gern schildgetankte Schiffe, dann gucke ich mir doch einfach mal an, ob man nicht vielleicht mit Schildmodulen gut Geld verdienen kann. Guck mir dann vielleicht das Adaptive and Vulnerability Field Tech 1 an. So. Lad mir das hier halt in mein Industriefenster. Verschaff mir einen ersten Überblick, was es die Materialien ungefähr kosten und was das fertige Modul kostet. Wobei da man, wie gesagt, immer mal den richtigen Preis anschauen wollte. Der stimmt hier jetzt mal halbwegs. Und da sehe ich schon, ist nicht besonders doll. Selbst wenn ich jetzt mal annehme, dass ich das Ganze auf Materialeffizienz 10 erforsche, dann ist das Ganze mehr oder weniger ein Nullsummenspiel. Das sind natürlich, ich meine die Materialien, aber selbst dann wäre der Verkauf der Rohmaterialien jetzt nicht unbedingt vorteilhafter als das gesamte Item. Vielleicht etwas überraschend. Und dabei sind das Angebot ist jetzt relativ groß, wie man sehen kann. Aber es geht ja auch einiges. Also von daher etwas verwunderlich. Vielleicht ist es gerade eine Preisdelle. Das kann man dann am besten über den Graph erkennen. Ja, man ist jetzt eigentlich im Moment eher auf dem absteigenden Ast. Aber selbst in Hochzeiten, kriegt man vielleicht 110.000 dafür. Also Gewinn ist möglich.
Da sollte man sich dann überlegen, vielleicht sich Gegenstände rauszupicken, die nicht regional abhängig sind. So nenne ich das jetzt mal. Ich meine, in Jita wird alles gehandelt, egal was es ist. Aber wenn man in Dodixi oder Amar oder in Heck rumschwirrt, sollte man sich halt überlegen, was brauchen die Leute vor Ort. Und zum Beispiel der YouTube-Kollege, den ich anfangs angesprochen habe, der hat halt versucht, Raketen in Amar zu verkaufen. Auch Tech 1, Tech 2 ist egal. Und natürlich kann man in Amar auch Schiffe kaufen, die man mit Raketenwerfern bestückt. Man kann jedem Trade-Hub so ziemlich alles kaufen. Trotzdem ist, denke ich mal, das Angebot auf eine gewisse Art und Weise natürlich geringer. Denn es gibt ja nicht nur Leute, die in Amar fliegen, weil sie die Namen der Planeten da so toll finden, sondern weil sie zum Beispiel gern Amar-Schiffe fliegen. Und Amar-Schiffe sind jetzt nicht unbedingt die allerbesten, jetzt mal verallgemeinert gesprochen, die allerbesten Raketenplattformen. Die wenigsten Schiffe der Amar geben Boni auf Raketen. Im Gegensatz zu den Kaldari zum Beispiel. Auf die Art und Weise reduziert man dann also die potenziellen Abnehmer auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn man dann Millionen von Raketen auf den Markt schmeißt, dann übersättigt man den Markt ziemlich schnell, weil es einfach nicht so viele Leute gibt, die sich für Raketen in Amar interessieren. Und so gilt das im Prinzip für viele andere Gegenstände auch. Und zwar sowohl für die Bewaffnung, für die Waffentypen, als auch für den Tank. Also ich denke mal, es wird mir schwerer fallen, Käufer für Shield-Module in Dodixi zu finden als in Jita. Dafür werde ich in Dodixi möglicherweise Armor-Tank-Module besser los. Oder nicht besser als in Jita. Besser als in Jita wird man eigentlich nirgendwo was los, aber relativ gesehen zumindest. Dafür sind in Jita generell die Margen oft kleiner. Das sind also so Gedanken, wie selektiere ich sozusagen die Äste meines Baumes je nach Region, bevor ich versuche, nach den Früchten zu greifen. Dementsprechend macht es dann natürlich Sinn, Gegenstände ins Auge zu fassen, die von allen Schiffen gebraucht werden. Da könnte man dann an Afterburner oder sowas denken, also Fortbewegungsmodule, an Stabilizer, Inertial Stabilizer, an Cap-Gegenstände. Denn egal, ob man um PvE oder PvP fliegt, PvE-Leute noch eher vermute ich, die finden es halt klasse, wenn das Schiff Cap-Stable ist, egal welche Waffen und welche Verteidigungsmodule sie drauf haben. Und das geht dann dementsprechend möglicherweise etwas besser. Wenn man sich dann zum Beispiel diesen Large Cap Battery 1 anschaut, dann sieht man, das Ganze kostet einen halt ungefähr 100.000. Und man kriegt fast das Doppelte dafür. Relativ eine sichere Sache. Die Umsatzzahlen stimmen auch, also das Zeug werde ich dauernd los. Auf die Gefahr hin, dass ihr das jetzt alle nachmacht, aber das Zeug geht. Und da ich auch die Tech-2-Variante herstelle, brauche ich das Zeug sowieso als Ausgangsmaterial. Und auch Tech-2 hat sehr nette Umsatzzahlen. Und wie ich verraten kann und auch gleich zeigen werde, ist das auch ein gut laufendes Tech-2-Item. Tech-2 ist aber erst der übernächste Schritt. Es gibt durchaus noch einige weitere Tech-1-Gegenstände, die sich unterscheiden von den übrigen Tech-1-Gegenständen. Oder eigentlich gibt es sogar zwei Kategorien und das sind die Rigs. Zunächst mal. Jetzt gleich mal schauen, ob ich. Ja, paar haben wir noch. Das ist jetzt eine Mimetic Algorithm Bank, also ein Gegenstand, den man braucht zum Scannen oder wenn man seine Scanfähigkeiten verbessern will. Und der kostet im Einkauf 33.000 ISK und bringt im Verkauf 51. Das sind mehr als 50%.
auch wenn die Zahlen für sich genommen klein und uninteressant scheinen, von der Sorte gibt es halt durchaus mehrere, die gut was bringen. Und zwar durch die Bank. Und man sieht, ich vergleiche immer die Preise, wenn ich das Zeug direkt im Markt kaufe, statt es zu salvagen, zu farmen, wie auch immer. Und jetzt die Schritte jetzt zusammengefasst. Also Munition sind die Low-Hanging Fruits, wo sich jeder daran vergreift. Bessere Alternativen sind Tech-1-Gegenstände, die jedermann braucht. Entweder weil es jedes Schiff gebrauchen kann, wie zum Beispiel die Cap-Batteries oder Capacitor-Booster. Oder weil man unabhängig von der Rasse und von der Lokalität diese Gegenstände braucht. Das wären so klassisch diese Scanning-Sachen. Also auch Scan-Arrays, Tech-1, Probe-Launcher, aber auch die entsprechenden Rigs. Ob man nun einen Mars scannen will oder einen Kaldari-Raum, spielt keine Rolle. Nur mit den Skills allein kann man es auch nicht, also packen sich halt viele das Zeug rein. Also wird es gebraucht und ist damit ein guter Ansatzpunkt. Rigs genauso. Ich weiß nicht warum, aber die verkaufen sich durch die Bank relativ gut. Hier haben wir zum Beispiel auch diese Scanning Arrays, die ich gerade erwähnt habe. Kosten hier 65 im Einkauf ein Pinpointing Array, im Verkauf 83. Ist jetzt nicht besonders doll, aber ich verrate jetzt mal ein Geheimnis, wenn man, oder kein so großes Geheimnis, in Dodixi oder in Armar verkaufen sich die Dinger deutlich besser. Ich weiß nicht genau, ob es das Range Finding oder das Pinpointing Array ist, da habe ich jetzt neulich in Dodixi einige davon für 300.000 verkauft, bei ungefähr gleichem Materialeinsatz. Mal eben das Fünffache geht. Nicht immer, nicht ständig, aber das Doppelte kriegt man in Dodixi fast immer dafür. Also auch regionale Besonderheiten sind zu berücksichtigen. So, der nächsthöhere Ast, aber immer noch Tech 1, sind Capital-Module. Leider verlassen wir da dann jetzt auch schon den Bereich, in der Alpha-Klon zur Verfügung steht. Denn den Capital Ship Construction Skill, den man dafür braucht, können nun mal keine Alpha-Klone lernen. Und er ist jetzt auch nicht furchtbar günstig. 75 Millionen muss man halt erstmal investieren wollen und können. Aber man bekommt auf die Art und Weise dann Zutritt zu einem, ich will nicht sagen elitären, aber doch zumindest kleinen Kreis und kann dementsprechend schon mal einen guten Teil der Produzentenkonkurrenz hinter sich lassen, nämlich schon mal alle Alpha-Klone und auch relativ viele Omegas, die einfach keinen Bock haben, dahin zu skillen oder das Geld dafür auszugeben. Eine der Besonderheiten von einigen Capital-Modulen ist, dass man auch Meta-Varianten als Blueprints kaufen kann. Also zum Beispiel hier diesen YS8 Compact Afterburner. Den kann man ganz normal am Markt als Blueprint kaufen. Dasselbe gilt auch für einige Schild-Module zum Beispiel, wohingegen man dieselbe Geschichte, wie man hier sehen kann, in den kleineren Varianten 110 und 1 Meganewton, da kriegt man nur die ganz normale Grundversion, die Meta 1. Und hier kriegt man halt bei den Capital-Modulen auch Blueprints für die höheren Meta-Varianten. Das ist eins der Module, die man herstellen kann. Dann gibt es dann natürlich doch noch die Capital-Komponenten selbst, also die Dinge, aus denen man Schiffe zusammenbaut. Da findet man recht gut Blueprints in den Verträgen, denn die Originale sind verdammt teuer. Und da sieht man dann also zum Beispiel, ja, also so ein Ding hier, eins zu bauen, kostet mich 6 Millionen. Verkauf kriege ich für 6,4, ist jetzt nicht toll. Cargo Bays gehen besser, weil sie für viel gebraucht werden und die etwas exotischeren Module, die man jetzt nicht für jedes Schiff braucht, also Capital Jump Drives, brauchen jetzt dann zum Beispiel nur Dreadnoughts und Carrier und Titane.
Da haben wir dann hier 8,3 circa und knapp über 10. Das ist schon eine halbwegs vernünftige Marge, wenn man die Dinger verkaufen will. Der Nachteil neben den Eintrittshürden bei den Skills, die Module haben ein Volumen von 10.000 Kubikmetern, das heißt, es bleiben einem nur zwei Optionen übrig eigentlich. Wenn man davon etwas größere Mengen verkaufen will, braucht man eigentlich einen Frachter. Oder muss ich das halt per Vertrag von jemandem, der einen Frachter transportieren lassen. Oder man muss die Teile direkt meinetwegen in Jita herstellen und hat durch die höheren Produktionskosten eine schlechtere Marge. Dafür kein Theater mit dem Transport. Ja, der übliche Handel. Die eingangs erwähnten Capital-Ausrüstungsmodule, nenne ich sie jetzt mal, also nicht die Dinger zum Zusammenschrauben der Hülle, sondern die eigentlichen Module, die haben ein kleineres Volumen, also jetzt zum Beispiel 1000 Kubik für diesen Afterburner. Und hier sieht man dann zum Beispiel, Eingangspreis sind knapp 19 Millionen. Verkaufspreis in Jita sind 24. Kann man schon mal was mit anfangen. Wenn wir jetzt mal eine Meta-Variante. Knapp, also 48 Millionen Material einkauft. Da ist hier auch das Meta 1 Modul als Material mit drin. 48 Millionen im Einkauf, 65 Millionen im Verkauf. Kann man mal drüber nachdenken. Oder auch vielleicht nicht auf den ersten Blick interessant sind so Module wie das hier, ein Industrial Core. Den braucht ja eigentlich nur ein Schiff, also die Rockwell, was man denken könnte, das wird man nicht los. 36,5 Millionen im Einkauf, 43 Millionen im Verkauf. Teilweise noch interessanter ist die Tech-2-Variante. Und dann ebenfalls noch im Bereich der Tech-1-Produktion sind Fighter, also Drohnen für Carrier. Und dafür braucht man leider Capital Ship Construction. Da ist man dann bei 1,8 Millionen im Einkauf. Und aktuell zwischen 2 und 2,5 Millionen im Verkauf. Also auch da sind Spannen drin. Die Jungs verbrauchen allerdings auch pro Stück 1000. Das heißt, da kriegt man den Frachtraum schnell voll. Ich baue sie trotzdem allerdings als Grundlage für die Tech-2-Variante. Das ist dann natürlich logischerweise der nächste Schritt. Ich habe über Tech-2 ja schon Videos gemacht, also wie es grundsätzlich funktioniert. Ist klar, auch hier gibt es sehr, sehr unterschiedliche Komplexitätsstufen. Am einfachsten oder ist das Ganze mit Munition. Und da zeige ich jetzt mal kurz, nein, zeige ich nicht, weil sie da sind. Wie ich mir jetzt überlege, ob sich das Ganze lohnt. Und zwar rufe ich dazu immer die Blueprint-Kopie des Gegenstandes, des Tech-1-Gegenstandes auf, aus dem ich den Tech-2-Gegenstand herstellen will. Wenn ich das nicht habe, also weil ich es sowieso schon mal hergestellt habe, dann gehe ich über das Blueprint-Original, das finde ich ja auch über den Markt. Und lass mir dann hier die Blueprint-Kopie anzeigen, Rechtsklick, View in Industry und dann bin ich an derselben Stelle. Dann wähle ich die Invention aus, also sozusagen die Veredelungsstufe und merke mir dann mal, was mich das Ganze an Data Core ungefähr kostet. In dem Fall 2 Millionen. Und ich habe 44,5% Erfolgswahrscheinlichkeit, das heißt, ich werde ungefähr 4 Tech-2 Blueprint-Kopien bekommen. Dann zeige ich mir auch die im Industriefenster an und vergleiche dann jetzt mal ganz normal, wie viel muss ich zahlen.
2,8 Millionen. Wie viel kriege ich dafür? 120 mal 50.000, also ungefähr 6 Millionen. Also der Tooltip ist nicht, in dem Fall jetzt nicht ganz schlecht, ein bisschen niedrig vielleicht. Also etwa 6 Millionen kriege ich. Etwa 2,8 Millionen kostet es mich. Damit habe ich schon, wenn ich die erste Rutsche von 50.000 Stück verkauft habe, die Kosten für Invention drin. Und dreimal mache ich quasi dann reinen Gewinn von etwa 3 Millionen pro Stück, also 9 Millionen. Okay. Wie gesagt, bei Munition geht es halt nur über die Masse, das dauert eine Weile, aber es ist profitabel. Und genauso kann man das Ganze dann mit den anderen Sachen auch machen. Jetzt hatte ich ja zum Beispiel gerade erwähnt, dass ich die Dragonfly Fighter baue, auch Tech 2. Und da mache ich es natürlich genauso. Gut, hier habe ich jetzt mal 20 Runs. Da müsste ich ungefähr 10, wenn die Statistik stimmt, 10 Blueprint-Kopien kriegen. Das Ganze kostet mich 13 Millionen am Data Cores. Schaue ich mir das Ganze hier an und sehe, 10 Stück kosten mich 81 Millionen. Wenn ich es verkaufe, kostet es 88 Millionen. Das heißt, ich mache 7 Millionen. Jetzt mal über den Daumen gepeilt Gewinn. Das heißt, ich brauche anderthalb Blueprint-Kopien, bis ich meine Forschungskosten drin habe. Und die restlichen 8,5 mache ich dann Gewinn. 8,5 mal knapp 7 wären 56 bis 60 Millionen. Und dann mache ich natürlich noch mehr Gewinn, weil ich die Tech-1-Drohnen selber herstelle und auch die Komponenten hier selber herstelle. Und das ist einer der Geschichten bei der Tech-2-Produktion. Durch das einfache Vergleichen von links mit rechts kriegt man die Gewinnspanne bei Tech-1 raus, aber nicht bei Tech-2. Oftmals steckt der eigentliche Gewinn in der Ersparnis, die man erzielt, wenn man die Unterkomponenten selbst herstellt. Manchmal ist er eher gering, manchmal ist er eher höher. Das liegt natürlich immer daran, wie wiederum die Unterkomponenten dieser Komponenten am Markt gerade gehandelt werden. Greifen wir einfach irgendein Beispiel raus aus dieser Geschichte hier. Man braucht für so ziemlich alle Drohnen oder für alle Drohnen braucht man Superconductor Rails. Und die Anzahl der Runs ist jetzt mal egal. Hier würde ich etwa 12,5 Millionen zahlen für die Eingangsmaterialien. Und jetzt muss ich mal den Taschenrechner holen. Ich habe jetzt 470 mal 34.000 sind 16 Millionen. Also schon mal knapp 3,5 Millionen gespart. Man kann das natürlich dann auch, wenn man Zeit hat, mit dem Wert vergleichen. Das sind dann 470 mal 29.500 sind 13,8 Millionen, selbst im Vergleich zum Kaufpreis wird man also noch ein bisschen sparen. Wenn man das bei allen vier Komponenten macht, dann hat man halt nicht 7 Millionen Gewinn pro 10er Stack Dragonfly 2, sondern 10, 12, 15 Millionen. Und dann macht das Ganze schon deutlich mehr Spaß. Anderes Beispiel. Ich hatte ja vorhin die Large Cap Batteries 2 erwähnt. So, wo haben wir sie? Ist gerade leider in der Produktion. Dann muss ich tatsächlich meinem eigenen Tipp folgen. Und über das Original gehen.
merke mir hier wieder die Kosten, 12 Millionen. Sollte dementsprechend 40% von diesen 20 Runs rauskriegen, also 8. Und das Ganze kostet mich 15, na sagen wir 16 Millionen pro 10er Stack. Ich kriege aber 22 raus. Das heißt, ich mache 6 Millionen pro 10er Run Gewinn. Damit habe ich mir 2 von 8 Blueprint Kopien, die ich hoffentlich bekomme, meine Kosten gedeckt und mit den restlichen 6 mache ich dann Gewinn. Ja, das ist jetzt mal die grundsätzlichen Gedanken zum Thema Tag 2. Wie gesagt, man muss teilweise schon arg in die Tiefe gucken, um zu sehen, ob es sich lohnt. Das Ganze potenziert sich dann natürlich bei Tag 3. Das wären dann sozusagen die am höchsten hängenden Früchte. Da muss man eigentlich schon manchmal wirklich gucken, ob die nicht schon am Vergammeln sind. Diesen Augmented Graviton Reactor Core für die Tengu habe ich schon sehr oft hergestellt und teilweise 500 bis 600 Millionen ISK an Materialkosten eingesetzt und etwa 300 Millionen verdient, wenn ich alle 22 verkauft habe. Allerdings sind die Preise hier recht schwankend. Also die Gewinne, von denen ich gerade gesprochen habe, die erzielt man eigentlich erst, sobald die Dinger für über 30 Millionen verkauft werden und da sind sie im Moment halt jetzt nicht so direkt in der Nähe. Das Ganze ist zyklisch, wie man sieht, teilweise relativ stark. Im Moment sind wir halt in der Preisdelle. Das heißt, es wäre jetzt vielleicht eine Idee, die Dinger zu produzieren und zu warten, bis es dann wieder gestiegen ist. Damit habe ich die halt auf Lager, wenn ich sie verkaufen will und muss nicht dann produzieren und hinterher hecheln, wenn der Preis gestiegen ist. Aber das muss jeder selber wissen. Also aktuell würde ich jetzt halt knapp 28 Millionen bekommen für einen so einen Teil und 23 Millionen müsste ich ausgeben für die einzelnen Komponenten und da steckt teilweise richtig was drin in den Unterkomponenten, vor allem in diesem hier, den Neuro Visual Output Analyzer. Sagen wir mal, ich will 22, also die komplette Blueprint erledigen. Dann brauche ich auch 22 von diesen Neurovisual Output Analyzern. Und die Teile sind richtig teuer. Also 22, nehmen wir mal, ich würde es im Markt kaufen wollen, mal 18 Millionen. Sind allein 400 Millionen nur für dieses Teil und zu dem Preis da unten kriege ich es im Prinzip nicht. Ich habe schon versucht, aber das kommt doch ab und zu mal vor. Ich habe es noch nie geschafft. Also entweder man wartet recht lang oder man muss halt 400 Millionen hinlegen. Wenn man sich dann anguckt, wenn man es so baut, zahlt man halt nur 300 dafür, sind wir 100 Millionen erspart und damit zusätzlicher Gewinn. Und wenn man sich hier die Zeit nimmt und guckt, ob man die eine oder andere Komponente halt nicht direkt kauft, sondern über Buy-Orders, dann macht allein diese Komponente so viel Kostenersparnis aus, dass es den Gewinn fast verdoppelt. Aber ich will es nicht verschweigen, Tech 3, das ist wirklich, sind wirklich die höchsten, am höchsten hängenden Früchte, also allein die Skillzeiten für den Mist hier, also nicht für die Einzelkomponenten, das geht noch, aber dann später für das eigentliche Item, Kaldari Starship Engineering, haben sie das geändert? Man braucht nur Tech 4, nicht Tech 5. Okay, dann braucht man wahrscheinlich Tech 5 nur für den eigentlichen Hull, also für das Hauptmodul. Oder sie haben es geändert. Ich dachte immer, man bräuchte Kaldari Starship Engineering und Advanced Medium Ship Construction 5. Und der 5er ist wirklich
Pain in the Ass. Denn das Ganze ist jetzt, das dauert dann über 20 Tage. Wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ah, müsste um die 20 Tage sein und das gleich zweimal. Mich einmal für Medium Ship Construction, wobei das dann für alle Module aller vier Rassen gilt. Und dann muss man halt je nach Kaldari, Amar, Minmata und Galente jeweils noch diesen Skill extra, wenn man alles herstellen können will. Und das habe ich mir bis heute nicht gegeben. Und dann braucht man halt für die Unterkomponenten auch noch wieder hier die Blueprints. Wenn man von den Preisvorteilen gebrauchen will, die sind jetzt nicht so furchtbar teuer, aber es gibt halt schon relativ viele und das summiert sich halt auf. Also Tech 3, ich habe ja auch ein Video drüber gemacht. Das ist schon nicht ganz ohne, aber wie man sieht, man kann da schon noch ganz schön was raussaugen. Und damit beende ich jetzt mal so meinen Rundumschlag einmal durch die verschiedenen Kategorien. Ich hoffe, dass für den einen oder anderen ein paar Denkanstöße dabei waren. Wenn jemand noch andere Strategien, Tipps, Anregungen, Ideen, was auch immer hat, bitte immer gerne her damit und unter die Videobeschreibung. Ich freue mich wie immer sehr und andere, die meinen Kanal schauen, ebenfalls. Damit verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Casuality.